ist endlich soweit. Dynasty Warriors 7 Empires ist draußen. Da, wo in Körbchengröße Doppel-D man hier nicht nur einen Waffenschein für braucht, sondern dies eigentlich eher schon fast als nukleare Katastrophe bezeichnet werden kann. Es ist wirklich so. Das Game ist so dermaßen übertrieben. Dargestellt mit überzogenen Waffen, dermaßen hochgerupften Moves, dass man sich eigentlich nur denken muss, WTF, was spiele ich eigentlich gerade für einen Schrott? Aber es ist auch das, was von Koei das ganze Game wirklich dermaßen ausmacht. Dieses absolut übertriebene. Und wer schon die anderen Dynasty Warriors Teile kennt, jetzt nicht nur von Empire, sondern auch die normalen, der weiß ganz genau, es gibt tausende von Offizieren. Und ich habe mir jetzt auch schon hier zwei erstellt. Einmal Xiao Slut, die kleine Schlampe, wie ich sie liebevoll genannt habe. Eigentlich ganz nice. Mit der hatte ich auch vorher schon mal ein kleines Let's Play gemacht. Es ist eine unwahrscheinlich geile Story zustande gekommen, aber weil leider das Ganze doch ein bisschen nach hinten losgegangen ist, habe ich dann das Ganze abgebrochen und fange jetzt wieder neu an. Ich habe mich auch mal selbst gebastelt oder versucht zumindest. Ob es mir so gelungen ist, weiß ich nicht. Die meisten kennen mich ja nicht persönlich, von dem her manche ja, manche nicht. Die, die mich selber kennen, die werden wahrscheinlich denken, ja, nicht unbedingt gerade so rot die Haare, aber das kommt schon so ungefähr hin. So, ja, was ich jetzt machen will, ich mache jetzt hier einfach meine komplette Charaktererstellung. Wir fangen an. Natürlich nehmen wir eine Frau. Muss natürlich sein. Erstmal Haarfarbe wählen. Guck mal, schauen, was haben wir hier alles schön? Blau, Rot, Grün, Gelb, Lila, Türkis. Was ist das? So eine Art. Ja, so eine Art Rosa, dann Rosé, Orange, Schwarz. Ich würde sagen, wir machen mal Schwarz. So, anderes Gesicht. Auswählen. Ich habe keine Ahnung genau, was ich jetzt hier basteln werde. Also viele Gesichtstypen gibt es hier nicht. Es gibt insgesamt nur drei Gesichtstypen. Aber dafür kann man hier nämlich auch das komplette Gesicht abändern. Und ich denke mal, das machen wir jetzt einfach mal hier kurz. Auch mal schauen. Das machen wir jetzt hier. Das ist das Kinn. Das sieht man jetzt hier eigentlich gar nicht. Doch, ganz dezent sieht man es, dass das Kinn etwas breiter wird. Kinnlänge. Na, so lange soll es eigentlich nicht sein. Das ist schon ziemlich übertrieben. So ist es eigentlich ganz okay. Die Position von dem Kiefer so weit nach hinten. Nach hinten? Nee, muss nicht sein. So ist es schon okay. Die Kieferbreite, obwohl das ja bei weiblichen oder allgemein bei Frauen nicht so dermaßen ist, behalten wir es doch einfach mal relativ dünn, so ungefähr. Und die Höhe, dann haben wir noch die Tiefe von dem Kiefer. Aber so sieht das doch eigentlich ganz niedlich aus. Das können wir doch lassen. Mal schauen, können wir die Hautfarbe noch ändern? Doch, recht hellhäutig. Die Augenbrauen natürlich in schwarz. Die Art der Augenbrauen können wir auch noch verändern. Schauen wir mal, was wir hier so alles Schönes haben. Hm, ja. Oh Gott, nee, muss nicht sein. So kleine Augenbrauen, also der Mann ist ja eigentlich abrasiert. Oder gar keine Augenbrauen, das ist auch ganz neuer Style. Ne? Heutzutage tragen halt die Frauen oben ohne im Gesicht. Das heißt, keine Augenbrauen mehr. So, ja, aber ich denke mal, die standardmäßig, die Augenbrauen, die waren schon ganz okay. Die Augen an sich, so ein bisschen Beastie soll sie ja schon gucken, das sieht eigentlich schon richtig geil aus. Die Augenfarbe, nehmen wir blau, nee, also, oh, das ist ein stechender, oh, scheiße. Okay, gut, machen wir mal weiß. Make-up muss natürlich auch sein, das muss dann dafür dann dezent zu den weißen Augen, natürlich auch passend abgefärbt sein, also nehmen wir die dann mal in schwarz auch mit. Die Nase natürlich für eine Frau muss dezent bleiben und sein. Kleine Stupsnäschen, sieht doch ganz nett aus. Die können wir auch noch ein bisschen verändern. Ne? Das ist eine tolle Stupsnase, finde ich. Sollte noch etwas höher sitzen und natürlich dafür auch noch ziemlich breit. So, diese Stupsnase ist doch toll. Nein, natürlich ist das scheiße. So, erstmal wieder ein bisschen zurechtziehen hier, aber nicht zu weit tief. Da
das ist schon okay. Von der Größe natürlich etwas kleiner. Wenn wir schon sagen, das ist eine Stupsnase, sollte es auch eine Stupsnase werden. Da können wir nicht sehr viel mitmachen. Dann, jetzt haben wir schon fast von der Nase her und von der Gesichtsform, das könnte schon fast Kleintanne sein. Aber auch nur fast. Bis auf die Augen. Weiß sieht sie, hat sie natürlich nicht. Oh gut. Dann machen wir doch einfach mal noch einen schönen Mund dazu. Natürlich, der Mund sollte schon versuchen, einigermaßen dezent zu sein. Aber auch nur einigermaßen. Aber natürlich dann auch passend zu dem Rest in Schwarz. Einen relativ schmalen Mund. Auch nicht so dermaßen übertrieben. Von der Position her. Das ist okay. Aber sie soll nicht so dermaßen lieb gucken, soll schon relativ biestig sein. Ja, Kleintanne in Gothic-Form, relativ böse. Sieht doch so eigentlich schon mal ganz nice aus. Accessoires wollte ich noch machen. Accessoires, Augenklappe, nee, Tupfer auf der Stirn auch nicht. Gesichtsbemalung, seitliche Bemalung. Es gibt leider kein Frosch-Tattoo. Ansonsten, wenn jetzt die Haare länger wären, würde ich auch sagen, könnte auch schon fast Lizzie sein mit der Brille. Lizzie natürlich jetzt eine kleine Spiele von Apple Wars, aber ich denke mal, wer kennt Lizzie nicht? Von dem her, aber ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht so dermaßen eingehen in die ganze Geschichte. Machen wir eine kleine süße Gesichtsbemalung hier rein. Und natürlich muss dann natürlich noch ein passendes Accessoire sein. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie affig aus jetzt mit den zwei Teilen oben drauf. Nee, das braucht man nicht. Tun wir weg. Aber irgendwas, das rote Schleifchen. Das ist total paradox, aber passt irgendwie doch da rein. Body Type. Machen wir doch einfach mal. Nee, Heavy muss echt nicht sein. Slender auch nicht. Modelmäßig auch nicht. Aber und Durchschnittsperson. Kopfgröße, ja, das kann eigentlich so bleiben, aber das wird eine kleine, zierliche Person. Ja, ja, aber nicht so zierlich, die kann schon ordentlich Holz vor der Hütte haben, ne? Sollte ja zumindest, oder zumindest so, das reicht, oder? Ja, so, okay, das passt. Von den Beinen her, na, nee, die Armlänge ist schon okay so. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Ja, ein bisschen was auf der Hüfte kann sie ja gerne haben. Warum auch nicht? Macht ja Sinn. Ne? Meine, auch wenn sich die meisten Frauen wirklich zu Tode hungern, Mädels, lasst es. Ein Kerl will auch etwas zum Greifen haben an einer Frau. Und damit meine ich nicht den Arsch und auch nicht nur die Brüste, sondern auch ein bisschen was an der Seite. Ne? Abgesehen davon, wenn ihr mal einen etwas kräftigen Kerl habt, wenn der euch mal in den Arm nimmt, dann klappt ihr nachher in zwei Teile. Es will auch kein Schwein. So, Equipment. Rüsten wir sie einfach mal aus. Was haben wir denn hier Schönes? Hütchen. Oh. Das sieht doch mal ganz cool aus. Schauen wir, was wir da noch haben. Krönchen auch noch hier. Feder. Noch eine Feder, einen komischen Hut, nee, gar nichts. Es muss irgendwas Dezentes sein, weil ansonsten kommt natürlich unsere tolle Schleife nicht zur Geltung. Machen wir das doch so. Ein passendes Oberteil brauchen wir jetzt natürlich noch. Wollen wir hier noch? Ein passendes, dezentes Oberteil, aber natürlich nur ganz dezent. Nee, definitiv nicht. Versuchen wir es mal etwas anderes. Ja, das sieht doch mal toll aus. Von den Handschuhen her machen wir da. Das meiste sieht man eigentlich schon gar nicht. Das passt doch. Ja, brauchen wir noch das passende Unter. Ui. Fein. Nee, kleinen kurzen Rock. Oh, nicht, nee. Hat auch was. Nee. Zu übertrieben, da kannst du aber nicht mal ordentlich drin laufen.
Punkt natürlich. Wie heißt es doch so schön in den meisten Games, ne? Je knapper die Rüstung, je höher ist sie im Wert. Ist euch das irgendwie mal aufgefallen? Wenn man weibliche Charaktere spielt, irgendwie in Rollenspielen oder was, je knapper die Rüstung ist und je weniger sie hat, umso mehr Rüstungspunkte hat man auch dafür. Irgendwie komisch. Aber gut, muss man ja nicht unbedingt gerade verstehen. Phoenix, so den Phoenix wollte ich haben und jetzt an den Schuhen nehmen wir doch einfach mal was Leichtes, Dezentes. Sowas ungefähr. Gut, passt. Kleine Stiefelchen. Nein. Ach komm, nehmen wir die jetzt. Aber von der Farbe her, da können wir auch noch was machen. Wir machen hier rote Schleifchen. Sieht auch mal ganz toll aus. Und dann dazu noch ein hellblaues Oberteil mit einem etwas grünlichen Ärmel. Dazu machen wir natürlich dann einen dezent abgestuften hellblaues Unterteil. Was haben wir hier sonst noch? Ja, Moment, das interessiert mich jetzt mal. Wie sieht die jetzt komplett in schwarz aus? Weil wenn wir schon sagen, wir haben Haare schwarz, Augen weiß und sowas halt, das ist doch... Ja... Okay, finde ich doch toll. Dann übernehmen wir das doch einfach mal. Moves. So, jetzt können wir der netten Dame doch mal ein ordentliches Mitbringsel geben. Oder mitgeben, so gesehen. Etwas, was sie haben soll. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie viele verschiedene Waffen es hier gibt. Ich scroll jetzt einfach mal auf die schnelle Art und Weise durch. Dann habt ihr mal so einen ganz kleinen Einblick, wie viele verschiedene Waffensorten. Und es ist wirklich... affig viel und nicht jeder Charakter ist wirklich für jede Waffe geeignet. Ich scroll jetzt hier einfach mal nur so im Schnellen durch, was es hier so gibt. Eine Kette, keine Ahnung, was das ist. Eine kleine Flöte, dann haben wir einen Fächer, der relativ großen. Ein Kriegsfächer, dann haben wir natürlich hier auch einen Säbel oder eher gesagt ein Schwert. Fliegende Schwerter. Ja, also Hammer! Wenn das mal nicht geil aussieht und die sind sogar richtig stylisch, passend zum Outfit, wenn da eine Frau sagt, nee, die will ich nicht haben, weil die passen nicht zu meinen Schuhen, dann hat diese Frau echt keine Ahnung. Das ist doch mal ein hammergeiles Outfit, das gefällt mir total. Also nehmen wir das doch einfach mal. So, Mosu-Attacke. Was haben wir hier? Einmal ein harter Angriff. Greift den Gegner mit einem unblockbaren Angriff und ja, gibt eine powervolle Kopfnuss. Spiderweb, Wolven Strike, slices through enemies at high speed. Ja, warum nicht? Und die zweite, was ist das? Blue Invenus Master Ground, Tri-Swing Shockwave. Ja, gut, hört sich toll an, nehmen wir mal. Voice. Was nehmen wir da? Brave? Nee, können wir die anhören? Ja. Ja, cool, können wir anhören. Brave, was haben wir denn noch? Hm, ist das naughty oder haughty? Ich kann das jetzt nicht so genau lesen, aber... Naja, guck mal. Innocent? Nee, viel zu quietschig. Nee, zu jung? Fühlt sich ja noch einer wie in einem schlechten Hentai-Film oder irgendwie sowas. Das kommt mir. Die sind alle eigentlich eher nur am Stöhnen hier. Die stöhnt nicht so dermaßen durch die Gegend. Okay. Oh Gott! Ein Glück, dass nicht nur der Ton ist, sondern auch noch ein bisschen Sound im Hintergrund, weil... Oh ja, aber die stöhnt doch wirklich schön. Ja, die stöhnt geil. Das nehmen wir doch einfach mal von der Stimme her. Ein bisschen höher noch. Oder wir können es auch mal tiefer stellen. Okay, gut, dann nehmen wir sie doch mal etwas tiefer. Stöhnt sie etwas länger. Na, okay, Abilities würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen aggressiv vor. Fame-Type.
nehmen wir Evil. Genau, Evil, weil es halt eine richtig, richtig, richtig böse Ziege. Und als Name nehmen wir noch Little. Obwohl, dann kann ich sie ja auch. Scheiße. So. Wo ist das T? Wo ist T? Da. Little. Sollte schon etwas mehr sein. Little was? Little Bitch. Genau. So, das ist unsere kleine Bitch hier. Das ist die Schwester von Xiao Slut, der kleinen Schlampe. Little Bitch. So. Confirm. Jawohl, bitte überschreiben tun. Das ist dann Charakter 3, den ich jetzt schon gemacht habe. Geiles Ding. So, was ist jetzt hier neu? Wir haben jetzt einmal kurz schon hier die Charaktererstellung gesehen. Purchase Equipment. Wenn man das Spiel ein bisschen gespielt hat, kriegt man während des Spiels Punkte. Und dort kann man sich dann hier über diese Punkte Sets kaufen für männliche und weibliche Charaktere. Hier sieht man jetzt einmal die kompletten Sets. Ich switch das jetzt nur so kurz einmal durch. Das ist Eulen-Set. Dann haben wir hier, keine Ahnung, Maiden-Set, so wie das gerade eben war. Die Wildcat, die hat sogar hinten ein kleines Schwänzchen. Das ist natürlich cool, wenn man sagt, oh ne, will ich nicht, ich will eigentlich nur hinten den Schwanz haben. Dann kann man auch die Einzelteile kaufen. So zum Beispiel. Und das Ganze ist dann halt für Frauen und auch für Kerle. Und ich scroll das jetzt einfach mal so im mehr oder minder Schnellformat, falls ihr dann irgendwas seht, was euch gefällt, passt den Scrollen, einmal Pause drücken, dann habt ihr es etwas länger. Und das sind jetzt nur die Frauen, wohlgemerkt. Heidewitzka. Ja, aber hallo. Warum kann sich nie eine Freundin von mir so anziehen? Okay, lassen wir das am besten mal so unkommentiert stehen. Abgesehen davon, ich habe momentan eh keine. Von dem her würde sich sowieso keine Frau für mich so anziehen. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Man kann sich sogar hier als Panda verkleiden. Ganz toll. Ja, das dazu. Ich würde mal sagen, ich kaufe jetzt hier einfach mal das Vamp-Set. Einfach nur, weil ich es halt toll finde. Werde ich aber jetzt nicht bei ihr anziehen. Vielleicht mache ich das bei irgendeinem anderen Charakter. Wer sich jetzt denkt, toll, ich habe mir jetzt einen schönen Charakter gemacht und habe den nur für mich und kann den keinem anderen geben, weit gefehlt, weil mit Dynasty Warriors 7 gibt es jetzt eine schöne Zusatzoption. Und zwar kann man hier über Download, Import, Upload, Export, Create und allen möglichen anderen Kram, kann man nämlich jede Menge Sachen mit anderen Leuten teilen, auch online. Ich sage jetzt hier einfach mal Create Team. Mache ich mal ein ganz neues Team, die sich dann nennen. Team VTR. So. Confirm. Als Ruler haben wir natürlich mich. Einmal kurz nochmal zeigen. So, das bin ich. Ich bin der Herrscher von diesem Team. Als ersten Offizier nehme ich mir Xiao Slut, die kleine Schlampe. Und als weiteren Untergebene hole ich mir jetzt Little Bitch dazu. Die Schwester von Xiao Slut. Und damit habe ich schon mal ein kleines Team gebildet und sage jetzt einfach mal Exit. Das finde ich toll. Und jetzt habe ich mein eigenes Team zusammengestellt, mit dem ich natürlich jetzt auch als vorgespeichert so gesehen dann in den Krieg ziehen kann. Ganz geil gemacht. Es gibt auch Leaderboards, es gibt auch Online-Spiele so gesehen, wo man sich anderen Leuten anschließen kann oder auch, ich glaube sogar auch gegeneinander. Aber da bin ich aber nicht ganz so, weiß ich jetzt nicht so. So, jetzt machen wir hier mal, was kann ich jetzt hier? Das breche ich jetzt einfach mal ab.
Create Guest Officer, was das jetzt hier machen soll, weiß ich nicht. Ich möchte das jetzt auch nicht so unbedingt gerade ausprobieren. Wer es noch gesehen hat, es gibt einen Store, das heißt, es gibt auch Online-Content, was man bald runterladen kann. So, was haben wir noch? Enzyklopädie, da kann man sich dann so gesehen über das ganze Spiel, Hintergrund, Geschichte und alles mögliche andere angucken. Genauso auch wie Infos zu einzelnen Charakteren. Optionen, Display, Kamera, Control, Sound, Guest Officer, Save and Load Screen und alles mögliche andere. Gedöns kann man da einstellen, das ist alles eine ganz tolle Sache. Empire Mode, jetzt gehen wir mal gleich da rein, was natürlich sehr interessant ist, aber das mache ich dann gleich in einem neuen Take. Und zwar geht jetzt entweder das Team oder aber Little Bitch geht dann jetzt in das Spiel und wird anderen Leuten ganz gewaltig auf die Fresse hauen. Wir wollen natürlich gucken, wie das ganze Spiel jetzt im Gameplay läuft. Das geht aber dann doch ein bisschen länger, von dem her würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen kleinen Break. Danke fürs Zusehen, für den Anfang und ich hoffe, ihr schaut auch weiter zu, wenn es heißt, dass Little Bitch, die ehemalige Ming-Dynastie ist, das glaube ich, in das Spiel halt spielt, um die Jahre 185 nach Christus ist das, glaube ich, ja, sollte nach Christus sein, auf jeden Fall den glorreichen Eroberungszug hier in Asien macht. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Take. Fortsetzung folgt.